Strike. Schön, dass du weißt, wo ich hin will. Chever? Ich behalte meinen Kommentar für mich. Hier gibt's doch schöne Sachen. Komm mal da durch. Nein. Da geht's aber nachher weiter. Wie es aussieht. Erstmal die Frage, wie komme ich da hin? Oh Gott. Ich habe zwar schon die Karte offen, aber trotzdem, ich kapiere hier überhaupt gar nichts von. Wir müssen dort hinten hin. Dazu müssen wir wahrscheinlich hier entlang. Dann hier um zu. Dann hier entlang. Dann hier entlang. Merken, dass wir falsch sind. Drehen wieder um. Laufen zurück. Hier entlang. Dann hier nicht entlang, weil das auch falsch ist. Und dann hier entlang. Oh mein Gott, ohne eine Karte. Ich wäre hier. Ah! Oh Gott, ich wäre hier so verloren in dem Spiel. Batz! Arschloch! Stomp it! Stomp it now! Ist er tot? Nein, wieso stompst du ihn nicht? Stomp ihn doch! Och, Chris! Okay, das war auch nicht schlecht, aber eigentlich sollst du ihn stompen. Gut, 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 gut. Da geht's lang, alles klar. So. Es geht nur hier lang. Möchte ich da runter? Ich muss da runter. Auch wenn ich gar nicht will. Ja, wahrscheinlich schon. Wokubule! Wokubule? Oh, Wokubule, natürlich. Hier, friss Wokubule, du Affe. Nein, ich bin wieder ein Köter. Moment, 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 Moment. Waffe wechseln. Gut. Gut. Er ist tot, oder? Oh Gott, bam! Ein Chinese. Was macht hier ein Chinese? Was machen Chinesen hier? Oh, warum hat der Rohrzangen dabei? Und warum so viele? Ah, was bist du denn? Ich hab King Kong gefunden. Oh shit, die fuck. Bam! Oh. Nein, noch ein Hund. Auf welchem Slot waren nochmal meine Granaten? Auf Slot? Ich hab sie gar nicht mehr, oder? Ja, ich reloade ja schon. Oh Gott. Auf welchem Slot hatte ich die? Auf 1, 2, 3, auf 4. Okay, auf 4. Ey, er hat ein Diadem, geil. Wow, wow. Wow, wow, was war das? Bist du bescheuert? Noch ein Köter. Okay, auf der 4. Auf der 4. Nicht geben, ich will das werfen. Wow. Ja, zumindest ist er tot. Also irgendwie hat es anscheinend doch was gebracht. Gott. Boom. Nee, boom geht nicht. Oh, zu viel Action, Leute. Zu viel Action. Boah, war das ein fettes Viech. Alter. Es bleibt spannend. Das Spiel ist wirklich sehr actionreich. Das gefällt mir sehr gut. Muss ich ehrlich sagen. Wobei langsam fängt die Karte echt an zu nerven. Vor allem, ich bin jetzt im letzten Gebiet, oder? Ich mach's mal weg. Und wie ich es auch schon in The Story of Thor gesagt habe und in Resident Evil 4, jetzt nicht nur auf die Karte bezogen, sondern Leute, wenn euch irgendwas stört an meinen Let's Plays, irgendwie, keine Ahnung, wenn ich euch zu laut rede, zu leise rede, zu dummes Zeug rede oder irgendwas anderes, es zu langweilig ist, ich zu wild kommentiere oder keine Ahnung, sagt mir es. Sagt mir, was euch nicht gefällt. Das ist mir sehr wichtig, das zu wissen. Und das gilt nicht nur für diesen Part und für dieses Let's Play. Nein, es gilt für jegliches Video, das ich mache. Also völlig egal. Und es ist mir auch egal, wann ihr dieses Video schaut. Auch wenn ihr es in 3 Jahren schaut, wenn ihr es euch 2025 anschaut, völlig egal. Schreibt mir trotzdem, was euch nicht gefällt. Das möchte ich gerne wissen.
Gut, hier gibt es jetzt wohl nichts mehr. Nein. Wer braucht die Karte? Ich brauche die Karte. Da vorne muss ich hin. Moment mal, geht das hier rein? Das ist ein Container, wahrscheinlich geht es hier nicht rein. Hier ist doch bestimmt irgendwas hinter, oder? Nein. Okay. Kaputte Autos. Boah. Das hat die aber mal übel leer geräumt. Da ist ja fast nicht mal mehr das Gerüst drinne. Gut. Schauen wir mal weiter. Kontrollpunkt. Rote Pflanze. Ne, kombinieren möchte ich eigentlich nicht. Ich glaube, die kann ich auch besser verkaufen. Zumindest jetzt noch. Denn ich habe momentan noch viel mehr Komplettheilung, als ich eigentlich brauche. Was ist da im Müll drinne? Ist da was im Müll drinne? Ich sehe nichts. Map? Da ist die Brücke kaputt. Das sieht nicht unbedingt vorteilhaft für uns aus. Okay, wir können wahrscheinlich springen. Ja gut, so tief ist es nicht. Es ist sau dreckig, aber es ist nicht tief. Aber ey, ernsthaft, Leute. Ja, ich weiß, ich laber immer wieder davon, aber zieht euch das rein, wie geil das nicht aussieht. Das sieht richtig aus wie Afrika. Es ist Afrika, ich weiß, aber es sieht doch so aus. Und das bin ich nicht gewohnt auf Spielen, dass etwas auch so aussieht, wie es eigentlich sein soll. Nein, ich bin sehr gewohnt, dass es pixelig ist, und zwar extrem. Oh, leck mich! Ah, kann ich wieder zurück? Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, 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 ich bin tot, oder? Heieiei! Übel! Okay, ich bin tot. Ich hätte auf die Fässer schießen müssen, oder? Ich wollte zurückspringen. Was? Ach, wenn ich sterbe, dann komme ich direkt in den Shop rein. Der Shop ist so gesehen der Himmel. Na gut. Am Ende des Tunnels ist das Licht. Und das Licht führt uns in den Shop zum Zigeunerpenner, der uns sagt, mein Freund, ich gebe dir noch eine weitere Chance, weil du, wenn du bei mir irgendwas für teuer Geld kaufst. Nein. Ich möchte irgendwas verkaufen, oder? Ich bin schon wieder im Shop. Oh Gott. Ich möchte gerne ein paar Sachen ins Inventar packen. Ja. Zum Beispiel. Nee, aber ich würde gerne meine normale Waffe ein bisschen ausrüsten. Feuerkraft. Auf. Nein, ich will's nicht kaufen. Warum mache ich immer das Falsche? Ich will's verbessern. Ich will's doch nur verbessern. Wieso geht das nicht? Es geht bestimmt verwalten und dann so und je. Ach, ah, ja, genau. Feuerkraft auf 170. Das wäre nicht schlecht für 2000, Gott. Ladegeschwindigkeit ist mir egal. Kapazität ist mir. Okay. Ja. Kritischer Treffer, da kann man nichts mitmachen, oder? Hä? Ach, die kann man kaufen. 3000? Nee, 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 nee. Gehen wir mal rüber zu Shever. Ich hoffe mal, ist es sinnvoll, die Sachen hier auch zu uppen. Und nicht, dass man dann irgendwie später eine viel bessere Waffe bekommt. Feuerkraft. Für 2000. Okay, bei dir mache ich's, weil du triffst besser. Alles andere brauchst du eigentlich nicht, oder? Hier bei der TMP mache ich's auch nochmal. Bei der TMP. Geht das? Ja, es geht. Auf 60. Für 2000. Oh Gott. Kapazität auf 60. Kritische Treffer. Kostet wie viel? 5000. Ja, du mich auch. Okay, jetzt mache ich auch nochmal für dich. Sehr schön. Gut. Und jetzt wieder zurück. 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 Und fertig. Wo respawnen wir? Ach, genau hier. Unten wird gespeichert, ey. Das ist ja mal geil. Okay, das ist echt geil.
Jetzt weiß ich, was ich machen muss, wenn ich das Spiel beenden will. Ich muss einfach einmal sterben. Hey, das ist cool. Ich komme in den Shop und bekomme mein Spiel gespeichert. Sterben ist toll. Sterben in Resident Evil 5 ist richtig toll. Oh, was machst du denn? Also irgendwas mache ich falsch, oder? Sterben ist gar nicht mal so toll. Irgendwas mache ich falsch. Ja, ich will nicht noch mehr kaufen. Danke, Zigeunerpenner. Verlassen. Obwohl, hey, das macht Sinn. Der Zigeunerpenner ist doch tot. Er ist doch auf der Insel in die Luft geflogen. Er ist jetzt im Zigeunerpennerhimmel. Und wenn wir sterben, kommen wir auch dahin. Und er sagt uns, mein Freund, ich bin bei dir. Du kannst etwas kaufen. Was muss ich machen? Okay, ich hab's verstanden. Ich muss den Typen da drin erschießen. Ich muss den Typen wahrscheinlich erschießen. Ich sterbe am laufenden Band. Das ist übel. Hallo Zigeunerpenner. Bye bye. Das ist übel. Erstmal eine andere Waffe. Jetzt bräuchte ich eigentlich deine... Ja, genau die Waffe bräuchte ich jetzt, Trevor. Was? Wo hast du die Sachen her? Ach, die liegen da immer wieder von neuem. Ja, komm. Ich bräuchte eigentlich deine Waffe. Trevor, lass mal eben Waffen tauschen. Du kriegst mal eben mein rotes Kraut geben. I owe you one. Ja, tust du. Give me your machine gun. Dankeschön. Die müssen jetzt auf der 9 sein, oder? Auf der 1. Alles klar, ja. Ausrüsten. Okay. Und jetzt versuchen wir es doch gleich nochmal. Diesmal auf dieser Seite hier, wo ich nicht springen kann. Was nicht so toll ist. Doch, kann ich wohl. Oh, shit. No way! Was? Mache ich falsch? Oder ich muss echt auf die Fässer schießen, dass die das Ding vorher in die Luft jagen. Leute, ich bin mit der Situation hier gerade mehr als überfordert. Nein, Zigeunerpenner, du kannst dich verziehen. Dankeschön. Ich kapiere das nicht. Ich bin, glaube ich, zu dämlich dafür. Ach ja, genau. Die Boxen. Ach, hier, nimm. So. Gut, versuchen wir es noch einmal. Es müssen eigentlich auch die Fässer sein. Ich meine, deswegen stehen die doch da, oder? Okay. Oh, 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 oh! Walla Mama! Himmel, Arsch und Zwirn! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich muss mal in die Waffe wechseln, glaube ich. So. Das war doof. Nein, das war falsch. Boom, verdammt nochmal. Nein, ich, ach, genau das wollte ich. Sehr schön. Und? Yes. Ihr Schweine. Was schleppt der denn da mit sich rum? Ach du Scheiße, der hat einen ganzen Marterfall in der Hand. Batz. Boah. Das war schwierig irgendwo. Okay, aber wir leben noch. Nachdem wir, ich glaube, 5-mal gestorben sind. Alles klar. Aber was wäre so ein Spiel auch ohne Sterben? Wahrscheinlich total langweilig. Zumindest für die Zuschauer. Für euch. Ihr seht mich doch gerne sterben. Gebt es zu. Wo bin ich jetzt? Da, und ich muss da hinten hin. Okay, eine Box. Mit Munition. Aber irgendwie bisher, jeder Effekt bisher oder jede Situation hat es schon einmal gegeben. Nur in abgewandelter Form. Und zwar in anderen Resident Evil Teilen. Ich hatte bisher noch nichts, was komplett neu war. Ja, gut, was will ich maulen, was will ich sagen, was will ich mich beschweren. Ich spiele das Spiel ja gerade irgendwie 1,5 Stunden oder so. Also, Mickey, stop complaining. Nur ist mir aufgefallen, alles, was ich bisher so gesehen habe hier, das kam schon mal irgendwo vor.
Gut, außer der Typ am Anfang, der da im Sack gesteckt hat und wo die Leute mit ihren Nägelbrettern drauf eingeschlagen haben. Das war doch ein bisschen neu, ja. Und hier geht's nicht weiter. Hier sind haufenweise Euronics-Kisten, aber die bringen mir auch nichts. Kaputte Autos. Und da war auch nichts mehr drin. Okay. Auch nicht hier um die Ecke? Mickey, da hast du schon geguckt. Du Trottel. Nein. Was ist das hier eigentlich? 4. Das ist eine 4. Hm. Kontrollpunkt. Was bedeutet eigentlich Kontrollpunkt? Kriegt man danach ein neues Ziel oder? Nein. Was bedeutet Kontrollpunkt? Leute? Was bedeutet Kontrollpunkt? Sagt's mir. Da muss ich... Nee, oder... Oh Gott. Oh ja, super. Oh, oh! Nein, nicht schon wieder! Es war die 4! Es war die 4! Oh Gott! Es war die verdammte 4! Nee, sollst du das Ding werfen, verdammt! Oh! Kann sein, dass ich überhaupt gar nichts treffe? Kann es sein? Oh! Nein, das ist falsch. Ich will die 2 haben, verdammt! Oh Gott! Drecksviecher! Sterbt! Alter! Diese Köter, ich hasse Köter! Ich hasse Köter! An jedem Resident Evil Teil hasse ich die Köter! Das kann man nicht mal mehr als Hund bezeichnen. Das ist einfach noch widerlich. Oh. Gut, wo ist mein Schrot? Es ist leer, aber es ist auf der... Ich pack's mal auf die 9. So. Und das packe ich auf die 8. Und das packe ich auf die 7. Gut. Was? Nein. Chris, was machst du da? Genau. Nachladen. Oh, Himmel. Ich glaube, dieses... Dieses Gewehr sollte ich bei Gelegenheit mal appen. Ah, 100 durchgestrichene N, okay. Alles klar. Oh nein, nicht noch einer. Einer ist gut. Oh. Shepard, tu was. Meine Fresse. Das ist böse. Ihr Leute, glaubt's oder lasst es sein. Ich weiß, es hört sich merkwürdig an, aber ich mag die Hunde nicht. Da ist das Ziel. Und was bist du hier? Außer einer Box? Zap. Sehr schön. Sind das hier die Waschmaschinen oder was? Oder Briefkästen? Man weiß es nicht. Man will es auch nicht wissen. Man will weitergehen. Geld. Gut. Gut, 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 gut. Okay. Hier ist unser nächster Bildschirm. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Keine Notizen oder sowas. Speichern. Okay, hier wird gespeichert. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich habe jetzt erstmal lang genug gezockt, finde ich. Ich habe mich genug ereifert, aufgeregt, erschrocken und bin oft genug gestorben. Und würde sagen, mache an dieser Stelle einen kleinen Schnitt. Beziehungsweise ich höre erstmal auf und wir... Was? Ach, das geht nach einer Zeit weg. Ey, das ist stylisch. Ja, wie auch immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 4. Also, nein, Mickey, du Idiot. Resident Evil 5. Es sitzt einfach noch zu sehr drin. Also, bis dann, Leute. Adieu und ich bin weg.